So, wenn der Hund nicht schläft, dann frisst sie kurzzeitig, trinkt was, ihre Näpfchen, das kann sie, das riecht die riecht das Wasser. Kathi sagt, die riecht das Wasser. Die riecht natürlich auch das Fressen, wenn ich das hinstelle und sie schläft, ist schnell da. Und ja, da durch die Windeln, das muss immer abgemacht werden. Also zweimal am Tag ist Windelwechsel angesagt. Das stinkt natürlich. Ich setze die jedes Mal in die Wanne und brause die ab. Ja. Und dann dreimal am Tag Augentropfen. Das schaffen wir meistens ja nicht, weil der Hund überwiegend schläft. Ja, Kathi redet ja immer von Sterbephasen. Der Hund hat für meine Begriffe jetzt keine Sterbephasen, der ist alt und ich habe gesagt, der kann auch noch ein Jahr leben. Ja, Kathi meint, nee, weiß ich nicht. Hauptsache, dem Hund geht es noch gut und er hat noch eine schöne Zeit. Ja, leicht ist das nicht und schön ist das auch nicht und mir tut das auch oft leid. Ja. Und ja. Ja, macht doch nichts, kannst du noch machen, ich entspanne trotzdem. Übrigens, diese orangefarbenen oder roséfarbenen Handtücher, wenn du dich damit abtrocknest, ich weiß nicht, ob du das schon ausprobiert hast, Nee, noch nicht. das nimmt die Feuchtigkeit nicht richtig auf. Ich Ja, vielleicht glaube, nach dem nach ersten dem ersten Waschen Waschen. wird es wohl dann so sein. Ja, Das ja. denke ich auch. Denke ich mal. Ja. Naja. Siehst du eins, jetzt hat die Katharina sich hier aufs Klo gesetzt bei mir im Badezimmer. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann will ich mal entspannen, da kackt die mir hier die Kloschüssel voll.